Ich leite die Abteilung Bildung und Erziehung im Strukturwandel am Institut Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen. Und wir beschäftigen uns mit unterschiedlichen Fragen der Bildung und eben auch der Frage der Kinderbetreuung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir gehen aus von wissenschaftlichen Ergebnissen und überlegen gemeinsam mit Partnern, was man in der Praxis damit anfangen kann. Wenn Frauen in der Familienphase eine Zeit lang nicht berufstätig sind oder vielleicht auch vor der Geburt des Kindes noch nie gearbeitet haben, dann ist das oft nicht einfach, den Sprung in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Es gibt Hemmschwellen, gleichzeitig muss auch die Frage der Kinderbetreuung geklärt werden. Und unsere Überlegung war, warum denn nicht die Angebote der Arbeitsmarkt- und Berufsorientierung dahin bringen, wo die Mütter tatsächlich sind. Sie sind in der Kindertageseinrichtung im Familienzentrum. In Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen viele Kindertageseinrichtungen, die als Familienzentrum arbeiten. Das heißt, sie halten in ihrem Sozialraum, in ihrem Stadtteil ganz unterschiedliche Angebote für die Familien bereit. Und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, gut, es wäre gut, wenn die Familienzentren auf der einen Seite und die Jobcenter und die Arbeitsagenturen auf der anderen Seite vor Ort viel stärker zusammenarbeiten würden, als das bisher der Fall ist. Wir haben 2 Jahre gebraucht, um dieses Projekt an den Start zu bringen, immer weiterzuentwickeln und die einzelnen Überlegungen zusammenzufügen. Und ja, sind dann Anfang 2011 mit dem Projekt gestartet. Es gab eine überregionale Veranstaltung innerhalb des Projektes, ein Workshop, zu dem alle Projektbeteiligten eingeladen waren, und zwar einzelne Vertreter aus den beteiligten Institutionen, Familienzentrum, Jugendamt, Jobcenter und Arbeitsagentur. Ausgangssituation war, dass von allen gesagt wurde, um die Zielgruppe entsprechend zu erreichen, brauchen wir erstens Zeit und wir brauchen zweitens Vertrauen. Und da bietet sich natürlich das Familienzentrum an, weil das ein Ort ist, wo sie ihre Kinder hingeben. Da haben sie in der Regel auch Vertrauen zu den Personen, die dort tätig sind. Und deshalb ist das auch ein Ort, wo man gerne Angebote wahrnimmt. Letztlich rausgekommen sind 3 verschiedene Veranstaltungstypen. Einmal ein Elterncafé. Zum zweiten eine Themenveranstaltung und zum dritten der sogenannte Elternkurs. Es handelt sich hier um einen sehr kompakten, sehr inhaltsstarken Kurs, der entstanden ist. Aber der wurde von allen beteiligten Akteuren als sehr zielführend angesehen. Und von daher war das ein sehr erfreuliches Ergebnis, auch das gemeinsam auf dieser Basis entwickeln zu können. In dem Elternkurs geht es vor allen Dingen darum, den Frauen eben die Stärke nochmal bewusst zu machen und die Talente, die sie mitbringen. Also so aus einer typischen Beratungssituation heraus, wenn man fragt, was haben sie so die letzten Jahre gemacht, sagen viele Eltern, das ist es ja gerade nichts. Aber wenn man eben Kinder großzieht, eine Familie managt, tut man ja ganz viel. Und um diese Talente und Stärken einfach nochmal bewusst zu machen, darauf waren viele Inhalte des Elternkurses ausgerichtet. Ja, also die Expertinnen, die haben also eine sehr schöne, offene Atmosphäre geschaffen. Es war ja fast familiär, ne? Also man hatte den Eindruck, man kann sehr offen sein, man kann auch mal seine Schwächen zeigen, und das war sehr angenehm, sehr offen, sehr positiv. Also man hatte das Gefühl, auch ernst genommen zu werden, und man hört halt immer, wenn man lange aus dem Beruf raus ist, da hat man wenig Chancen, dass das aber vielleicht doch gar nicht so schlecht aussieht, dass es eben auch viel mit der eigenen Motivation zusammenhängt, wie die Chancen letztendlich sind. Ich fand ihn sehr gut. Also der Elternkurs kommt bei den Teilnehmerinnen sehr gut an. Wir kriegen durchweg immer ein sehr positives Feedback. Sie finden, dass das eine sehr familiäre Situation ist. Man kann sich öffnen. Das ist ganz anders, als wenn man am Schreibtisch bei einem Vermittler oder bei einem File Manager sitzt. Und da kann man auch mal Schwächen zugeben, auch mal Fragen stellen, die man halt im Büro nicht stellen würde. Ich glaube, dass die Mütter, die hier an diesem Kurs teilnehmen, viel Freude daran haben. Die sind also mit ganz viel Elan gestartet. Und für mich ist halt wichtig, dass jetzt wirklich die Arbeit der Agenturen transparent geworden ist, dass ich weiß, wo ich die Leute hin vermitteln muss. Und dass es also für die Mütter dadurch viel einfacher ist. Die sprechen mich an, sie kennen mich als Ansprechpartner in ganz vielen Fragen. Und ich habe jetzt halt die Kolleginnen kennengelernt, an die man die Eltern weitervermitteln muss.